oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android-App und zwar der App Rückwärtsfilm, magisches Video. Die technischen Daten, aktuelle Versionsnummer, Größe und erforderliche Android-Version variieren je nach Gerät in App-Käufe. 2,99 Euro pro Artikel, die App an sich ist erstmal gratis. Und sie hat bei 633.430 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,6 Sternen. Ich muss sagen, ich finde die App wirklich witzig. Rückwärtsvideo FX lässt dich ein Rückwärtsvideo erstellen, das wie ein Zaubertrick aussieht. Nehme zuerst ein Video von jemandem auf oder von dir. Beim Laufen, Orangensaft trinken, sprechen oder eine andere Idee, die dir in den Sinn kommt. Drücke Start. Die App wird dein Video umdrehen. Du siehst, wie die Menschen rückwärts laufen. Dein Freund spuckt den Orangensaft aus. Menschen reden rückwärts. Ein paar Ideen für ein Rückwärtsvideo. Kinetische Attraktion. Du musst einen Gegenstand werfen. Zerreiße ein Blatt Papier. Ein Stück Papier in die Toilette werfen. Einen Saft trinken und ihn als Ergebnis ausspucken. Einen Saft verschütten. Geld anziehen? Was die damit meinen, weiß ich immer noch nicht. Geld anziehen. Keine Ahnung. Du kannst deinem Ergebnis Musik und das Originalvideo hinzufügen. Das Ganze wie immer getestet auf meinem Daily Driver, dem Xiaomi Mi 5S, und ich muss sagen, das Ding läuft. Das ist wirklich, jedenfalls wenn man eine witzige Idee hat für das Video, zum Beispiel reicht es schon das Blatt Papier, was man zerreißt, dann sieht das wirklich nett aus. Finde ich nett und ja, gefällt mir. Ich mag sowas. Super. Klare Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. PS. Und sei es nur, wenn man die App einfach mal ausprobiert. Schon dafür lohnt es sich. Ciao. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.